Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Maze. Ein sehr, sehr skurriles Spiel, wenn ich so sagen darf. Ja, das Spiel kommt heute auf Steam raus, am 1. Dezember. Ich habe es nun schon einige Weile und habe leider gemerkt, dass alles, was ich an Texten gesammelt habe im Spiel, leider auch im Fortschritt gespeichert bleibt. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Lasst mich kurz was zur Story sagen. Es ist sehr seltsam. Also sowas habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen in der Form. Dieses Szenario kann nämlich entstehen, wenn eine Gruppe Wissenschaftler eine Anweisung falsch versteht, nämlich Mais nicht schneller wachsen lässt, sondern diesem eine kognitive Intelligenz verleiht. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, denn das wird sich alles noch selbst erklären. Also wenn man es runterbricht, na, neues Spiel bitte, ja. Wenn man es runterbricht, ist es eigentlich nur ein Wandersimulator mit Adventure-Einlagen. Also wir müssen durch mehrere Akte, das habe ich leider durch die Achievements erfahren, wandern und Rätsel lösen und die Geschichte ein bisschen aufdröseln. Aber ich finde es sehr sympathisch gemacht. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt rausgekommen auf Steam. Wie viel es kostet, weiß ich leider nicht. Wake up. Es wäre wahrscheinlich das Schönste, sage ich mal, wenn ihr es einfach als Kaufempfehlung seht oder euch hier anseht bei mir und euch entscheidet, das Spiel zu erwerben käuflich. Wer weiß. Ja, ihr habt es eben gesehen. Das ist der Mais. Der kann laufen, richtig. Und wir werden die Welt erkunden. Ja, hier kommen wir wohl her. Wer wir sind, warum wir hier sind, keine Ahnung. Das wird uns, glaube ich, jetzt auch erstmal nicht gesagt. Ich spiele es mit Maus und Tastatur. Ich könnte es auch mit dem Gamepad spielen, was mir so ein bisschen smoothere Bewegungen geben würde, um es euch eben dann so schöner zu präsentieren. Aber dann könnte ich nicht sprinten. Das habe ich schon gemerkt, was ich ziemlich doof finde. Weil man hat doch manchmal recht lange Laufwege. Und das ist nicht schön. Naja, ich habe, wie gesagt, schon ein paar Texte aufgesammelt. Die werde ich euch dann wiedergeben. Es ist leider komplett in Englisch. Also werde ich simultan übersetzen, wenn ich neue Texte finde. Ich hoffe, das geht klar für euch. Aber ich mag die Stimmung so ein bisschen. Es ist alles ein bisschen Vanishing of Ethan Carter gemischt mit Everybody's Gone to the Rapture und, naja, eben Adventure, ne? Da geht's zum Wasser. Ich habe, wie gesagt, auch noch nicht sehr weit gespielt. Das waren jetzt vielleicht 5 bis 10 Minuten. Ein Control Panel. Da ist einmal eine Hand, da ist so ein Double Helix und ein Kreispanel. Wir haben aber keine der Dinge, die wir brauchen. Eins der Dinge. Ich mag die Musik. Es ist so ein bisschen mystisch. Press Escape to enter the pause menu. Ja, ja, das kann ich mir denken. Ich mag den Humor des Spiels, weil das ist mal so ein bisschen ungewohnt als Szenario. Einfach lebender Mais, oder? Ich meine, wo hat man sowas schon mal gesehen? Das ist halt mit so einem Augenzwinkern so ein bisschen. Ah, muss ich gerade mal kurz kratzen, so ein bisschen richten. Alles klar. Ah, Männerprobleme. Okay. Hier geht's weiter. Pressing Q does absolutely nothing. Das meine ich. Also hier. Q bringt nichts. Okay, das ist schön. Gut zu wissen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es Horror-Elemente besitzt. Also es hat so den Anschein gehabt am Anfang, weil der Mais eben doch ein bisschen creepy aussah auf den Screenshots. Aber ich meine, naja. Achso, warte, ich werde das mal vorlesen. Das ist nämlich die erste Notiz, die man hier findet. A lazy scribbled note includes a stock greeting and encourages the reader to enjoy the complimentary snack on the desk. Notes to the reader to mind the boxes and also says, open the big door and will probably say hello. Ja, eine hastig gekritzelte Notiz, die sagt, dass man den Snack auf dem Tisch genießen soll und sich um die Boxen kümmern soll. Und wenn man die große Tür öffnet, dann wird man wahrscheinlich Hallo sagen. Okay, ein English Muffin. Bäh. Habt ihr gesehen? Der Mais trägt die Kisten weg. Ein English Muffin, hart wie Granit, ist der wahrscheinlich nicht wirklich essbar, egal wie sehr du es auch versuchst. Alles, was du davon bekommst, sind Kopfschmerzen. Ja, sehr schön. Man hat verschiedene Gegenstände und es ist denkbar einfach, die einzusetzen in den recht rudimentären Rätseln, will ich mal sagen. Ihr werdet noch sehen, warum und wieso und weshalb. Das erkläre ich dann noch. Ja, und hier lag jetzt ein Stein. Ich weiß das noch ziemlich gut, weil ich habe das schon mal aufgenommen, aber war nicht so ganz zufrieden, weil ich nicht geredet habe. Ich wollte es einfach mal so ein bisschen als Preview, habe mich dann doch entschieden, das durchzuspielen. Auf jeden Fall haben wir hier einen Stein. Ein mediocre rock, also ein durchschnittlicher Stein.
Das ist ein Stein, der neben dem Outhouse gefunden wurde. Du weißt nicht, warum du ihn mitgenommen hast. Das ist ein absolut gewöhnlicher Stein in jeder erdenklichen Weise. Sein Name ist Chauncey. Ja, aber du gibst ihm einen Namen, ne? Naja. Ja, und hier zur Windmühle können wir leider nicht, weil es stehen überall orange Boxen. Mega Oranges. Produced in the US of America. Finde ich ganz schön, dass es alles markiert ist mit Symbolen, wo man hingehen kann oder wo was ist. Also ich finde den Grafikstil ja sehr hübsch. Mir gefällt das wirklich, wirklich gut. Press the spacebar to look at story items in your folio. Können wir auch mal machen. Ich habe hier nämlich noch ein Boring Novel. Ja, es ist ein Kriminalroman. Night Danger von Mick Murphy. Er hat kein Talent im Genre, deswegen hat der Autor die Identität des Mörderers oder des Mörders schon auf der ersten Seite enthüllt und verbringt den Rest der Zeit damit, die Story auszufüllen, wie der Detektiv ein paar Hosen kauft. Ja. Ich find's voll gut. Das ist halt so der augenzwinkernde Humor des Spiels. Ich mag sowas. Die Statue, ne? Und ein Broken Shovel Handle. Ein kaputter Schaufelstiel, sozusagen. Ach so, und hier lag, glaube ich, noch eine Rechnung mit bei. Ich lese das jetzt einfach mal so. In Zukunft werde ich die natürlich finden. Aber leider habe ich ja gesagt, der Fortschritt wird immer gespeichert, wenn man Notizen findet. Ja. Nein, das hier war's. Eine Rechnung für eine Holzstatue. Die Kosten gehen in die Hunderte bis Tausende. Die Gegenstände auf der Liste beinhalten einen großen Eichenbaum fällen, eine Statue schnitzen aus dem großen Eichenbaum und Hospitalrechnungen für Verletzungen, die entstanden sind, als der alte Eichenbaum gefällt wurde. Ja, sehr geil. Ja, wer macht denn sowas? Das sieht aus wie so ein irischer Kobold, nur ohne seinen Hut. Und hier ist auch wieder alles voller Kisten. Diese orange Kisten. Die müssen wir erst wegschaffen. Okay, wie gesagt, ein bisschen weiter war ich noch. Ich bin halt durchgerannt. Hier laufe ich sehr langsam und erkläre und rede. Ne, ihr wisst schon, wie das läuft. So, was haben wir denn hier? When you see the place icon, you can use an item. Aber die Tür ist versperrt. Und hier hinten geht's auch nicht weiter. Da stehen auch wieder Boxen. Und da geht's zu einer Hütte. Zu einer Scheune scheinbar. Wie gesagt, ich sag, wenn es blind wird, nämlich in dem Moment, in dem ich in die Hütte gehe wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Komm ich nicht rein. Und hier ist auch nichts. Außer der Fleischwolf, der ist auch benutzbar. Aha, Chicken Coop Door, also der Hühnerstall quasi. Und hier ist der Farmhouse Key. So, jetzt wird's blind. Ich glaube übrigens auf dem... Warte, ich sage euch gleich, hier ist übrigens auch nichts. Hier, auf der Schaukel hier draußen hat noch was gelegen. Das lese ich auch ganz kurz vor. Und zwar der Burnt Report. Viel davon ist nicht lesbar, aber die Worte Misserfolg erscheinen viele oder mehrere Male ebenso verletzte Gefühle. Sentient Cornstalks, warum auch immer. Und warum wir das getan haben. Oder warum haben wir das getan? Ja, wie gesagt, die Wissenschaftler haben die Anweisung fehl- oder falsch verstanden. Sie sollten den Mais schneller wachsen lassen und nicht ein kognitives Bewusstsein verleihen. Hier sieht man gar nichts. Ist ein bisschen dunkel, ne? Ich guck mal, ob ich irgendwo Licht machen kann. Ja, wie gesagt, jetzt wird's blind, so ziemlich. Ich glaube, ich war noch ein bisschen im Haus unterwegs und dann... Aber ja. Oh. Was ist das denn? Unlocked secret door, making it much less secret. Aha. Aha. Das ist ja krass. Ich habe eine Geheimtür entdeckt. Okay, das ist wirklich schon blind jetzt übrigens. Was? Fusebox, missing fuse. Ich habe keine Sicherung. Schade. Ach, guck mal, hier ist der Keller. Den habe ich ja von außen schon gesehen. Ah. Kellertür geöffnet. Sehr gut. Ich glaube, wenn ich da jetzt die Sicherung finde, kann ich im Haus wieder Licht machen. Das wäre natürlich sehr schön. Eine Fruit Crate. Also eine Frucht... Fruchtdingens, ne? Fruchtbehälter.
und ranziges Maisöl. Jetzt sind hier alles. Oh. Ein Badestöpsel, Badewannenstöpsel. Out Sink. Medicine Cabinet. Was haben wir hier? Ah, Nagelknipser. Ich brauche irgendwas wahrscheinlich, was ich hier reinfüllen kann, hä? Oh. Jetzt habe ich den. Habe ich es verstopft. Ah, jetzt habe ich hier Öl reingemacht. Port Rancid Oil in Sink. The smell is worse than imagined. So, was mache ich jetzt damit? Nagelknipser geht nicht. Die Fruit Crate. Okay. Alles klar, jetzt habe ich Öl im Waschbecken. Ja, wie ihr seht, die Rätsel, die sind recht einfach. Also man sieht immer, wenn es leuchtet. Und dann benutze ich einfach alles durch, was ich an Gegenständen habe. Easy. Aber so läuft das Spiel scheinbar ab. Also es hat einen sehr, sehr suffisanten Humor. Und man muss immer nur die richtigen Gegenstände finden und dann kommt man weiter. Was ist das denn? Ah, eine Bobbypin, also eine Haarnadel. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es Horrorelemente beinhaltet. Ah, seht mal hier. Da kann ich jetzt die Kiste abstellen. Man sieht es halt immer schon, was dahin gehört. Und jetzt noch... Ah, Broken Shovel Handle. Da habe ich mir hier Platz gemacht. Aber ich will erst nochmal gucken, ob hier was ist. Ne. Wie gesagt, ich finde es recht knuffig. Es ist halt sehr niedlich und mysteriös. Was haben wir denn hier oben? Da rede ich von niedlich, ne? Und auf einmal steht so ein Vieh hier. Boah. Und so ein Bild. Alter Schwede, ist das gruselig. Was denn hier? Ein Mallet, ein Hammer. Ein Hämmerchen. Und da gehört ein Item hin, was auch immer. Müssen wir wohl erst noch finden, hä? Ja, ihr habt sicher schon gemerkt, alles blind hier. Oh, da ist doch auch noch was, wo wir noch nicht waren. Ja, cool. Warte mal, kann ich da einfach durchmarschieren? Da sieht der Mais ja auch ein bisschen höher aus, aber... Mal gucken. Boah, du ekelhafter Zwerg. Wie viel es da noch gibt. Diese Ösen hier, keine Ahnung, für was die gut sind. Aha, Trainingsgerät. Ich find's richtig schnieke gerade. Macht mir Spaß. So, also hier haben wir wohl alles. Gehen wir nochmal raus. Das Bild, ey. Die Bilder. Sag mal. So, hier war das mit dem Mais. Okay, da kann ich nicht durch. Schade. Aber es ging hier hinten noch ein bisschen weiter. Hier. No matter how many times you press it, Q still does nothing. Wirklich nicht. Okay, hab's probiert. Ja, hier ist noch was. Ein Plumpsklo und ein Rusty Nail jammed in Wall. Ah, mit dem Nagelknips habe ich ihn rausgekriegt. Sehr gut. Das wusste ich übrigens auch schon. Aber jetzt hört es wirklich auf. Jetzt wird es blind, Leute. Also es war im Haus quasi ja schon blind. Aber wollte ich euch nur mal wissen lassen. Okidoki. Ich glaube, hier habe ich nichts mehr vergessen. Ich würde gerne die Hintertür aufmachen. So. Hätte ich oben ein bisschen Licht, ne? Steckt da nicht was drin? Something is jammed inside. Vielleicht den rostigen Nagel vielleicht hier? Nee. Okay, irgendwas kann ich doch... Ja, wie gesagt, ohne Licht sehen wir hier recht wenig. Um genau zu sein, sehe ich gar nichts. Wahrscheinlich tauchen die Objekte erst auf, wenn man hier Licht angemacht hat. Kann ich vielleicht einen Nagel einsetzen? Nee. Ich kann bestimmt keinen Nagel in den Sicherungskasten packen. Das glaube ich ja nicht. Wie gesagt, ich finde die Musik super. Das ist alles so ein bisschen mysteriös. Vielleicht raus hier aufs Vordach? Nee.
Schade. In Bildern kann ich auch nichts machen. Was stehen da überall Boxen, sag mal. Ganze alte Zeug hier. Oh, das war hier dieses... Ja, das WT-40, das ist doch dieses Schmiermittel. Das ist doch dieses universelle Schmiermittel für alles. Da will ich halt gerne durch, irgendwie. Warte mal, habe ich irgendwas? Mist, ich habe gar nichts. Was ist das hier? Die ganzen Knollen in den Gläsern. Waren das die Wissenschaftler? Haben die hier was gezüchtet? Vielleicht ist ja draußen was aufgegangen. Wir gucken mal. Vielleicht... dieser Zwerg! Ah, ist der widerlich. Vielleicht ist ja irgendwas jetzt auf, da wir was gesammelt haben. Ich habe aber immer noch keinen Gegenstand, der mir die Türen öffnet jetzt. Also... Reindeer. Anspielung auf John Deere, oder was? Ne, ist immer noch alles zu. Ah. Interessant. Hier hat sich wahrscheinlich auch nichts getan. Bei der Windmühle. Ne. Ah, Bobby Pen, extremely useful for picking a lock, but you mistakenly thought it was a pencil and wrote a very detailed account of your day up to that point and didn't notice there was no ink until a few hours later. Okay, ich habe einfach mal mein Tagebuch aufgeschrieben und habe ein paar Stunden später gemerkt, dass es doch kein Bleistift ist, sondern ein Pin. Smash something perfectly flat with this trusty tool, but remember you can never unflatten things with this. It is the mallet's greatest weakness. Wow, ich kann damit Sachen platt prügeln, aber ich kann sie nicht wieder entplätten. Das ist die größte Schwäche dieses Hammers. Und der Nagel? Aus irgendeinem Grund ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, dass es ein guter... Dass es vielleicht ein guter Leiter wäre für Elektrizität. Sozusagen eine Sicherung, aber du bist schon sehr seltsam. Sehr, sehr gut. Warte mal. Dann habe ich ja doch eine Idee. Dann könnte das passen mit der Sicherung. Das war wirklich mein erster Impuls, dass ich den Nagel als Sicherung im Keller einsetze. Obwohl das wirklich ein bisschen schwachsinnig ist. Aber wir gucken mal. Es geht. Wow. Wow. It's slightly less dark than before. Was? Wir haben Licht gemacht. Es ist ja der Wahnsinn. Alter Schwede, was für ein Bild. Das ist die Mona Lisa, aber... Das ist nicht hübsch, das ist... Da bin ich krank. Alles klar, wir haben Licht gemacht. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt finden hier. Oh, was eine hübsche Vase. Aha. Eine CD. Da steht da... Top Secret. A new path is open for you. The barn and the silo. Eine alte CD. Sein Label ist schon ausgeblichen. Pressed on the first batch of CDs ever created. This brand was notoriously expensive. Ah, ja, also als eine der ersten CDs, die erstellt wurden, ist diese hier sehr teuer und sehr unverlässlich. Ja, es hört sich an, als hätte ein Elefant Geräusche gemacht, wenn er durch einen Musikshop läuft, was auf dieser CD ist. Oh Mann. Ich sage, der Humor ist super. Total crazy. Aber ich habe jetzt zwei neue Wege geöffnet. Leute, die schauen wir uns nächstes Mal an. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich wieder zum Maze. Ich find's sehr interessant. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal.